Liebe Anwesende, liebe Zuschauer, wir wollen heute Abend über das Thema Gruppendynamik, Hintergründe und Beurteilung reden. Vielleicht haben Sie folgende Fragen schon einmal gehört oder folgende Aussagen. Wie empfinden Sie das? Fühlen Sie, statt zu denken? Lassen Sie alles los? Vergessen Sie, was war? Leben Sie nur im Hier und Jetzt? Die Gruppe ist bei dir. Nun, wenn Sie solche Sätze schon einmal gehört haben, waren vielleicht auch Sie schon einmal in einer gruppendynamischen Situation. Viele kennen den Begriff gar nicht und doch ist die Sache, um die es geht, fast überall gegenwärtig. In Ausbildungsstätten und Schulen, in Selbsterfahrungsgruppen und Seminaren, in Heilstätten, in Wirtschaftsunternehmen, in Sanatorien und in Kirchen wird mit gruppendynamischen Methoden gearbeitet. Auch in jeder normalen Gruppe kann es zum Einsatz solcher Methoden kommen. Es braucht nur einer dabei zu sein, der sie anwendet. Nun, was ist Gruppendynamik überhaupt? Schon hier gibt es große Verwirrung, denn Gruppendynamik tritt fast nie unter ihrem eigentlichen Namen auf. Man hört zum Beispiel eben von Selbsterfahrungsgruppen, von Sensitivitätstraining, von Encountergruppen, von Bioenergetik, von Transaktionsanalyse, von themenzentrierter Interaktion, von Psychodrama, von Synanon. Man hört von Interaktions-, Konfrontations-, Kooperations-, Solidaritäts- und Kontakttraining und es handelt sich in der Regel um Gruppendynamik. Unter anderen Begriffen wird immer das Gleiche im Grund geübt. Nun, ich erspare es Ihnen, die Ausgestaltungen dieser verschiedenen Grundformen darzustellen. Es ist auch gar nicht nötig, denn alle diese Namen, die ich genannt habe, all diese Methoden haben im Grunde den gleichen Kern und das gleiche Ziel. Das gleiche Ziel nämlich die Veränderung von Menschen durch Menschen. Die Veränderung von Menschen durch Menschen. Wie läuft nun eine solche gruppendynamische Sitzung ab? Die Zahl schwankt zwischen 8 und 15 Teilnehmern. Jeder Teilnehmer muss bestimmte Regeln beachten. Zum Beispiel, wir leben im Hier und Jetzt. Es ist nicht wichtig, was vergangen ist, nicht wichtig, was zukünftig ist, sondern dass wir hier und jetzt in der Gruppe zusammen sind. Dann soll sich keiner verstecken hinter einem Man oder Wir. Jeder soll in der Ich-Form reden. Jeder soll absolut offen sein und alle seine persönlichen Empfindungen und Gefühle offenbaren, herauslassen, wie es heißt. Oft trifft sich diese Gruppe gezielt in Absonderung von der Außenwelt. Das heißt, der Tagungsort liegt so, dass man unter sich sein kann. Der gruppendynamische Prozess läuft nun in drei Stufen, in drei Phasen ab. Die erste Stufe ist das Auftauen, die zweite die Veränderung und die dritte das Wiedereinfrieren. Zunächst, was ist das Auftauen? Gemeint ist das Auftauen sogenannter starrer, eingefrorener Erlebnis- und Verhaltensweisen. Diese Phase kann zum Beispiel dadurch eingeleitet werden, dass der Trainer oder Therapeut, der die Gruppe eingeladen hat, einfach schweigend und passiv dasitzt. Er sagt zunächst mal gar nichts. Nun, einzelne Teilnehmer sind dann verunsichert. Sie sagen, warum spricht er nichts? Wozu sind wir überhaupt gekommen? Das ist doch Zeitverschwendung, wenn der nur da sitzt und gar nichts sagt. Die Angriffe, die sich dann gegen diesen Trainer entwickeln, können sich steigern bis zu einem Killen des Trainers mit Worten. Er wird sozusagen abgeschlachtet. Aber was geschieht? Er reagiert seltsamerweise gar nicht auf diese Angriffe. Er reagiert nicht darauf. Und dann entwickeln einige Teilnehmer Mitleid mit dem armen Trainer, der sich gar nicht wehrt, und sie richten ihre Angriffsgefühle nun gegen die Mitglieder in der Gruppe, die den Trainer am heftigsten angegriffen haben. Es ist also gelungen, durch eine solche Art der Eröffnung, der Einleitung einer solchen Gruppensitzung. Es ist gelungen, das Gespräch auf die Gefühlsebene zu lenken. Gefühle sind ausgebrochen, indem sie zum Beispiel so herausgelockt wurden, indem Einzelne Mitleid bekommen mit dem Trainer, der nichts sagt. Es gibt auch andere Beispiele, wie eine solche Sitzung beginnen kann, aber so läuft es sehr oft ab.
Viele geben ihre persönlichsten Meinungen und Empfindungen preis und das Gefühl wird nun zum Material, mit dem die Methode der Gruppendynamik arbeiten kann. Erste Stufe, Auftauen. Zweite Stufe ist die Veränderung. Gemeint ist die Veränderung des Menschen auf dem Gefühlsweg. Die Teilnehmer enthüllen ihre innersten Gefühle und Probleme. Die Mehrzahl der Teilnehmer schließt sich an, es kommt zu einer Art von Gruppenbeichte und wer sich nicht anschließt dieser Gruppenbeichte, der wird zum Außenseiter abgestempelt. Der Gruppendruck wird für diesen schließlich so unerträglich, dass er darunter zerbricht und sich auch entblößt oder dass er die Gruppe verlässt, wenn er es noch kann. Bei diesem Zerbrechen, bei dieser totalen Entblößung treten die meisten offenkundigen Schädigungen durch Gruppendynamik auf. Das werde ich Ihnen nachher noch aufzählen müssen, diese Schädigungen. Nun haben alle Teilnehmer gebeichtet, sind sie alle verändert worden durch diese Gruppe. Dann kann die dritte Phase eingeleitet werden, das Wiedereinfrieren. Ein wunderbares Gefühl der Harmonie tritt ein, ein Wir-Gefühl, ein Kollektivgefühl, wenn sich alle der Gruppe rückhaltlos geöffnet haben. Aber auch nur dann, solange ein Außenseiter da ist, wird dieses Wir-Gefühl, dieses Wärmegefühl in der Gruppe nicht erreicht. Erst wenn sich alle geöffnet haben. Wenn sie dies tun, dann werden sie vollständig offenbart, vollständig akzeptiert und vor allem keine Sünde in der Gruppe wird verurteilt, denn es gibt eine neue Gruppenmoral und sie lautet, alles ist erlaubt. Und zwar nach den Regeln, die sich die Gruppe selber setzt. Alle weltanschaulichen und ethischen Maßstäbe, alle biblischen Gebote sind nun nebensächlich. Alles ist erlaubt. Gelegentlich wird die eintretende seelische Veränderung als Wiedergeburt empfunden. Eine religiöse Dimension, die in manchen Gruppen eintritt. Nun soweit etwas über die Grundstrukturen der Gruppendynamik. Kommen wir nun zu den Methoden und Verfahrensschritten. Da gibt es Schritte mit Worten und ohne Worte. Einige solche Beispiele für Methoden ohne Worte möchte ich Ihnen kurz nennen. Etwa als Eröffnungsphase eben. Da gibt es zum Beispiel das blinde Kuhspiel. Die Teilnehmer bekommen die Augen verbunden und müssen mit geschlossenen Augen im Raum umhergehen. Finden sich zwei Personen, dann tasten sie sich gegenseitig ab. Das dient dazu, um Berührungsängste und um Hemmungen zwischen den Gruppenteilnehmern abzubauen. Die Öffnung wird dadurch angestrebt. Ich muss einschieben, dass diese Spiele an sich ja nicht schlimm sind, aber sie werden dann nicht mehr neutral, sondern eingesetzt für das Erreichen bestimmter Ziele, wenn sie eben in diese gruppendynamische Gesamtmethode eingespannt sind. Da ist ein blinde Kuhspiel kein harmloses Spiel mehr, sondern es wird eingesetzt mit dem Ziel der Veränderung des Menschen, des Auftauens, des Aufknackens, des seelischen Gefüges des Einzelnen. Und zwar auf zunächst körperlichem Weg, auf dem Weg von Berührungen. Ein anderes Beispiel ist der Hahnenkampf. Die Teilnehmer, die Aggressionen gegeneinander haben, müssen auf einem Bein hüpfen, aufeinanderprallen und schauen, wer der Stärkere ist. Das dient zum Kräftemessen innerhalb der Gruppe. Ein anderes Beispiel ist das Schlagen. Man schlägt bis zur Erschöpfung auf Gegenstände ein, um Aggressionen abzureagieren. Dann gibt es Entspannungsübungen. Mit zum Teil buddhistischem, hinduistischem und auch okkultem Hintergrund, etwa Zen-Meditation, Selbsthypnose und Ähnliches. Und schließlich, es gibt noch viele Beispiele, aber da möchte ich noch das Streicheln erwähnen. Außenseiter in der Gruppe, die sich also dem Gruppenprozess bisher nicht geöffnet hatten, werden, sobald sie sich der Gruppe geöffnet haben, neugeboren durch die Gruppe. Und zwar, indem sie von den anderen Teilnehmern gestreichelt werden oder zart berührt werden, gewiegt werden oder, wenn sie sich fallen lassen, von den anderen aufgefangen werden. Annahme durch die Gruppe. Nun,
Oft werden gruppendynamische Veranstaltungen mit solchen harmlos scheinenden Spielchen begonnen. Spielchen jedoch, die für den Einzelnen dramatische Folgen haben können. Ein solches Beispiel möchte ich jetzt nennen. Eine Frau erlebte das sogenannte Streichhölzchenspiel mit. Dieses Spiel läuft so ab, dass jeder in der Gruppe ein Streichhölzchen bekommt. Er muss sein Streichhölzchen zerbrechen und es dem in der Gruppe geben, der ihm am unsympathischsten ist. Nun, die Frau sagte, als der Leiter ihr das gesagt hatte und der Gruppe das gesagt hatte, sie sagte, das dürfen Sie nicht tun, dieses Spiel durchführen. Und der Leiter gab ihr daraufhin wortlos sein zerbrochenes Streichholz. Du bist mir am unsympathischsten, hieß das. Sie erzählte, nun war in mir ein Signal überfahren. Von nun an war ich ein fast willenloses Werkzeug in den Händen des Leiters. Bei allen kommenden Übungen wollte ich seine Sympathie und Zuneigung zurückgewinnen. Ich konnte nicht mehr beten und es kam bei mir zu psychosomatischen Störungen. Harmlos scheinende Spielchen. Nun können wir nochmals die Frage stellen, was ist Gruppendynamik? Gruppendynamik ist allgemein formuliert ein Forschungsgebiet mehrerer Wissenschaften, die sich mit den Vorgängen in Gruppen beschäftigen. Was uns aber hier interessiert, ist angewandte Gruppendynamik als Methode. Und hier ergibt sich folgende Begriffsbestimmung. Gruppendynamik ist eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen auf dem Gefühlsweg. Ich wiederhole diesen Kernsatz, diese Definition. Gruppendynamik ist eine Methode zur bewussten Steuerung und Veränderung des Denkens und Handelns von Menschen. Zur Veränderung des Menschen auf dem Gefühlsweg, auf dem unterschwelligen Weg der Emotionen. Gruppendynamik findet also nicht statt, wenn sich eine Gruppe frei und ungezwungen über ein Thema unterhält. Manchmal wird ja gesagt, in jeder Gruppe geschieht Gruppendynamik. Aber das ist ja nicht wahr. Frei ablaufende Gruppengespräche, die nicht methodisch gesteuert sind, kann man als Gruppendynamis bezeichnen. Ähnlich wie Thermodynamis die frei ablaufende Wärmeenergie bezeichnet. Dagegen sind methodisch gesteuerte Gruppengespräche eben nicht mehr frei, sondern gesteuert. Diese sind dann Gruppendynamik parallel zur Thermodynamik, zur methodischen Erfassung und Steuerung von Wärmeenergie. Diese parallele Thermodynamis, frei ablaufende Wärmeenergie, Gruppendynamis, freigerichtete Gruppengespräche. Thermodynamik, gesteuerte, methodisch erfasste Wärmeenergieabläufe, Gruppendynamik, methodisch erfasste Gruppengespräche und Steuerung von Gruppenprozessen. Diese Unterscheidung ist grundlegend wichtig und sie wird meistens in der Diskussion nicht beachtet, leider. Nun, an der bewussten Steuerung also entscheidet es sich, ob Gruppendynamik vorliegt oder nicht, ob es frei ablaufende Gruppendynamis ist oder Gruppendynamik. Wo gesteuert wird, ist Methode. Methode aber zerstört die Freiheit im mitmenschlichen Umgang. Im methodischen Korsett ist kein Raum für Spontaneität, Intuition und Liebe und da ist auch kein Raum für die Freiheit des Geistes Gottes, der weht, wo er will. Ich habe auf 25 Seiten meines Buches Gruppendynamik, Hintergründe und Beurteilung die wichtigsten Vertreter und Begründer der Gruppendynamik dargestellt und habe durch eine Fülle von Zitaten nachgewiesen, dass sie im Wesentlichen Ideologen, Weltanschauungsmacher waren, die ihre ideologischen Ziele mittels der Gruppendynamik erreichen wollten. Ich möchte Ihnen nur kurz einige der wichtigsten Zitate von den Begründern der Gruppendynamik nennen. Zunächst Jakob Moreno, der Vater des Psychodramas und der Soziometrie. Er sagt, es ist egal, ob Gott tot ist. Es ist egal. In der Gruppe können wir ihn neu verkörpern und lebendig machen. Und er schreibt, Gott ist nicht tot, er lebt im Psychodrama.
in einer gruppendynamischen Methode. Für Moreno ist Gruppendynamik neben Kommunismus und Demokratie die dritte bedeutende Weltanschauung, die therapeutische Weltanschauung, die das Ziel hat, die ganze Welt in ein einheitlich denkendes, gruppendynamisches Laboratorium zu verwandeln. Solche Einheit wird aber nur auf Kosten der Freiheit erreicht. Für die Freiheit des Menschen ist hier ebenso wenig Raum wie für die Freiheit des Geistes Gottes. Der zweite Hauptbegründer ist Kurt Lewin oder Lewin ausgesprochen. Er schuf die psychologische Feldtheorie und den Begriff und die Grundstrukturen der Gruppendynamik. Auch er lässt der Freiheit des Menschen keinen Raum. In seinem grundlegenden Werk Die Lösung sozialer Konflikte, das Ende des Zweiten Weltkrieges erschienen ist, beschreibt er Methoden, um das Verhalten von Gruppen und ganzen Völkern geradezu labormäßig zu verändern durch diese Methoden, die er da entwickelt hat. Darf sich aber ein Mensch solche Macht über Menschen anmaßen, dass er ganze Völker damit verändern kann? Steht die Freiheit, den Menschen zu verändern, nicht allein Gott zu, müssen wir fragen. Carl Rogers, der dritte wichtige Hauptbegründer der Gruppendynamik, er sieht aus gruppendynamisch erzeugten Kollektiven den neuen Menschen emporsteigen. Sind solche Menschen erst einmal gruppendynamisch verändert, dann vertrauen sie nach Rogers nur ihrer eigenen Erfahrung und sie sind misstrauisch gegenüber jeder äußeren Autorität, auch gegenüber der Autorität Gottes. Wo bleibt hier noch Raum für die Offenbarung Gottes, die sich nicht in der Erfahrung erfassen lässt, sondern im Glauben erfahren? Der Glaube geht der Erfahrung voraus, die Erfahrung folgt auf den Glauben. Der Rogersche Mensch nun stellt sich selber, seine eigene Erfahrung, über die göttliche Offenbarung und verfällt damit der Unfreiheit der menschlichen Sünde. In meinem zweiten Buch Heil aus sich selbst, das sich ebenfalls auf die Seelsorge bezieht, habe ich mit Rogers sehr gründlich auseinandergesetzt. Im Wesentlichen ist vor allem sein optimistisches Menschenbild zu kritisieren, das die Wirklichkeit der Sünde radikal verharmlost und überhaupt nicht mehr sieht und auch die Erlösung deshalb ausschalten zu können glaubt. Ich möchte Ihnen nun ein selbsterlebtes Fallbeispiel wiedergeben, in dem deutlich wird, dass Gruppendynamik und Geist Gottes, dass Gruppendynamik und Gebote Gottes unvereinbar sind. Ich war, als ich noch Theologie studiert habe, zusammen mit 10 weiteren Studenten der Einladung eines führenden Kirchenmannes zu einem zwanglosen, offenen Gesprächsabend gefolgt, wie es da hieß im Einladungsschreiben. Nun stellte es sich aber heraus, dass ein Pfarrer dabei war, der das Ganze nach der themenzentrierten Interaktion aufbaute, nach einer gruppendynamischen Methode. Es waren folgende Regeln zu beachten. Erstens, sei dein eigener Anwalt. Zweitens, sprich nur in der Ich-Form, also ganz persönlich. Drittens, sei völlig offen, lass alles raus. Viertens, Störungen haben Vorrang. Alles Gefühlsmäßige, was in der Gruppe auftritt, hat den Vorrang vor der Sachdiskussion. Fünftens, sage, was du hier und jetzt fühlst und denkst. Nun, schon die Vorstellungsrunde diente dem Auftauen. Jeder sollte sich mit seinem Nebenmann unterhalten und diesen dann vorstellen. Das ist im Grunde auch nicht schlecht, aber wenn es in der Gruppendynamik eingebaut wird als methodischer Schritt, dann werden da wieder ganz bestimmte Ziele angestrebt. Und das Ziel war, dass solche Seitengespräche persönlicher sind als Gespräche in der großen Gruppe. Und so erzählte auch ich meinem Nebenmann etwas von meinem persönlichen Glauben und meinen theologischen Grundüberzeugungen. Ich erwähnte nur am Rande, dass ich einer Gemeinschaft angehöre, die um die Ehe als die einzig gottgewollte dauerhafte Lebensform zwischen Mann und Frau weiß und die daher den vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr ablehnt. Nun, mein Nachbar, dem diese Einstellung gar nicht gefiel, er schlachtete nun dieses Thema ganz breit aus, als er mich vorstellte. Ich hatte das nur nebenbei erwähnt, er schlachtete es ganz breit aus. Die Folge war, dass die anderen, die ähnlich wie mein Nebenmann dachten, sich sofort auf mich einschossen. Ich war nun zum Außenseiter in der Gruppe abgestempelt. Es ist im Grunde egal, welches Thema es nun ist, aber typische Situation nun in der Gruppendynamik, ich war jetzt nun der Außenseiter, eben wegen dieser christlichen Grundhaltung.
der Außenseiter, der zur Gruppenmeinung zu bekehren war. Nun durfte ich, und darauf kam es an, nicht sachlich argumentieren, sondern es wurde immer nur gefragt, wie empfindest du das? Sobald ich mich auf Gottes Gebote berief und die Bibel zitierte, reagierten die Teilnehmer besonders heftig und warfen mir vor, du bist nicht ehrlich, du weichst aus, du bist nicht völlig offen. Es kommt nicht darauf an, was irgendwo geschrieben steht, sondern wie du das empfindest. Diese total gefühlsgeladene, emotionalisierte Atmosphäre führte zu einer Vernebelung klaren Denkens und zu einem Abbau von Hemmungen. Und so erreichte das Gespräch seinen Höhepunkt, als die Tochter des führenden Kirchenmanns, ebenfalls Theologiestudentin, ausrief: Es ist doch egal, mit wie vielen Männern ich schlafe, Hauptsache den Hungernden in der dritten Welt wird geholfen. Sie hatte sich zu dieser Aussage hinreißen lassen, weil sie selber ein Opfer dieser gruppendynamischen Enthemmungstaktik geworden war. Nun hier ein Beispiel. Man kann hier nicht mehr sachlich von der Bibel her argumentieren. Es geht nur noch um Gefühl, um Befinden. Es kommt zu einer Vernebelung des klaren Denkens, zu einem Abbau von Normen und Hemmungen. Nun sind wir so weit, dass ich in Kürze die 9 wichtigsten Kritikpunkte zur Gruppendynamik nennen kann. Und zwar aus wissenschaftlicher Sicht und aus christlicher Sicht. Erstens, Gruppendynamik ist nicht weltanschaulich neutral, sondern wie jede Methode in weltanschauliche Vorverständnisse eingebettet. Wir haben gesehen, dass die Begründer Ideologen waren, die ihre Methoden bauten, um dem sündigen Streben des Menschen entgegenzukommen, selbst zu sein wie Gott, selbst eine vollkommene Gesellschaft, eine gruppendynamische Weltgemeinschaft zu schaffen, um in der Selbsterfahrung letztendlich um sich selber zu kreisen und damit die Sünde nur noch zu verstärken. Das werde ich nachher auch noch deutlich machen. Zweiter Kritikpunkt, Gruppendynamik ist selber eine Ideologie, eine Weltanschauung und wie jede Ideologie will sie den Menschen ganz vereinnahmen. Sie befreit ihn nicht zu größerer Mündigkeit, wie immer wieder behauptet wird, sondern sie raubt ihm seine Freiheit. In die gesteuerte, unfreie Gruppe eingebunden, ist auch der Einzelne in der Gruppe nicht mehr frei, sondern er wird den Veränderungszielen des Gruppenleiters angepasst. Nun tritt aber etwas Fatales und Unheimliches auf. Auch der Gruppenleiter selber kann zu einem Opfer der Methode werden, die er selber einsetzt. Zu einem Opfer. Wie ist das möglich? Es geschieht dadurch, dass ja Gruppendynamik auf der Ebene der Gefühle arbeitet. Man stelle sich nun vor, ein solcher Gefühlsstrudel wird freigesetzt. Da kann keiner sich heraushalten, jeder wird hineingerissen, auch der Leiter selber. Wenn dies aber geschieht, wenn der Gruppenprozess dem Leiter entgleitet, dann sind die Folgen unabsehbar. Die Kontrolle ist verloren gegangen, die Methode verselbstständigt sich. Dritter Kritikpunkt. Gruppendynamik kann zu einer noch viel größeren Gefahr werden, wo einer mit diesen Gefühlen, ja mit diesen Mächten, mit diesen Geistesmächten, muss man aus christlicher Sicht feststellen, nach Epheser 6, wo einer mit diesen Mächten umzugehen weiß und im Bund mit ihnen andere Menschen steuern kann wie Marionetten. Er gewinnt eine ungeheure Macht über Menschen. Angesichts der Tatsache, dass Gruppendynamik heute beinahe allgegenwärtig ist, sämtlichen Ausbildungsgängen in Kirchen, in Schulen und so weiter, muss man fragen, sind wir auf dem Weg in die gruppendynamische Diktatur? Bei all meinen Vorträgen muss ich diese Frage stellen. Und bisher hat man noch keiner gewagt, da eine Antwort zu geben, aber man muss da wirklich kritisch prüfen. Vierter Kritikpunkt, Gruppendynamik verletzt die Würde des Menschen. Die Würde, die ihm Gott gegeben hat, indem er den Menschen als sein Ebenbild erschuf. Im menschlichen Intimbereich darf aber nicht herumgestochert werden, sondern er muss respektiert werden.
Es darf Gartenbaumethoden geben, aber keine Menschenbaumethoden. Wenn nun aber der Einzelne in der Gruppe zum Spielball einer Methode und von Gruppeninteressen gemacht wird, wenn mit dem Zerbruch der Persönlichkeit des Einzelnen gearbeitet wird, wenn nur dadurch ein gruppendynamischer Prozess in Gang kommen kann und wenn dadurch die Gruppe die Wärme erfährt, indem jeder seine eigene Identität in Frage stellen lässt, dann ist hier die Grenze überschritten, dann ist die Würde der Person nicht mehr gewahrt. Fünfter Kritikpunkt. Gruppendynamik bringt nachweisbare Schädigungen mit sich. Vielleicht überzeugt das am meisten diese Kritik. Um wirklich etwas zu erleben, muss sich nämlich der Einzelne ganz in die Gruppe hineingeben. Er muss seine eigene Persönlichkeit aufgeben und sich verändern lassen. Er muss, wie Moreno schreibt, verbluten nach außen. Dabei aber können Schäden entstehen. Zum Beispiel Angstzustände, psychotische Erlebnisse, Vertrauensunfähigkeit, Unfähigkeit zur Lösung von Problemen, Identitätskrise, Identitätszerbruch bis hin zur Selbstmordgefahr. Untersuchungen in den USA an mehreren hundert Teilnehmern von Gruppen, die von Lieberman, Lialom und Miles durchgeführt wurden, haben festgestellt, dass bei einem Drittel der Teilnehmer solche Schädigungen nachweisbar aufgetreten sind. Nicht größere Mündigkeit, sondern Lebensuntüchtigkeit wurde erreicht, nicht Selbsterfahrung, sondern Selbstzerbruch. Eine Frau aus Siegen hat mich vor einiger Zeit angerufen. Sie hatte mein Buch gelesen und scheute nicht diesen weiten Anruf, der ja auch nicht gerade billig war auf diese Strecke, hat eine halbe Stunde telefoniert und hat mir erzählt, sie hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Sie war seit 2 Jahren in einer Gruppe, hatte sich aber nicht ganz geöffnet und war dann von der Gruppe nach einiger Zeit fallen gelassen worden. Nun, ohne ihre Identität, die sie von der Gruppe empfangen hatte, wusste sie nun nicht mehr, wer sie war. Sie sagte, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und dann hat sie diesen Selbstmordversuch begangen. Das ist nur ein Beispiel von sehr vielen, die ich persönlich schon von Leuten habe hören müssen. Und das bestürzt einen auch sehr. Das ist vielleicht der Hauptgrund, dass ich auch diese Vorträge halte. Bei einem Drittel Schädigungen, die anderen 2 Drittel sind dann die, die sich der Gruppe total geöffnet haben, angepasst haben und die dann eine neue Identität übergestülpt bekommen haben, vielleicht ganz glücklich damit sind, aber um welchen Preis? Um den Preis der Freiheit und um den Preis, dass sie letztendlich einer Ersatzreligion auf den Leim gehen, muss man ganz deutlich sagen. 6. Kritikpunkt, Gruppendynamik kann zur Gruppensucht führen. Der Einzelne kann sich so in die Gruppe hineingeben und mit ihr verwachsen, dass er außerhalb der Gruppe nicht mehr lebensfähig ist. Er muss immer wieder zur Gruppe zurück, wie ein Kind zur Mutter. Kann er das nicht, so wird er ein dauernd frustrierter Mensch sein. Viele Befürworter der Gruppendynamik selber sind unglücklich über diese Erscheinung. Auch sie wissen, es gibt eine Sucht. Manche Autoren haben Gruppendynamik schon mit der Wirkung von Drogen verglichen. Die Wärme in der Gruppe findet man außerhalb nicht, vorausgesetzt, man hat sich ihr ganz geöffnet. Aber der Mensch soll ja gerade lebenstüchtig werden. Auch außerhalb der Gruppe, wird das wirklich erreicht, wenn es eine Gruppensucht gibt? Auch diese Frage muss man stellen dürfen. 7. Kritikpunkt. Es zeigt sich auch, dass Gruppendynamik zur Lösung von Problemen nicht geeignet ist. Die Beschränkung oder Konzentration auf die Gefühlsebene ist letztlich gar keine Antwort auf die komplizierten Probleme unserer Welt. Die Ausklammerung der Umwelt und der Vergangenheit fördert Geschichtslosigkeit. Ohne Vergangenheit, ohne Umwelt, ohne Familie kann ich auch nicht mehr wissen, wer ich bin, weil ich meine Identität ja doch auch durch meine ganze Lebensgeschichte mitbringe und nicht einfach durch ein sogenanntes Hier-und-Jetzt-Prinzip, dass wir nur hier und jetzt in der Gruppe leben, ausgrenzen kann und dadurch meine Identität letztlich einbüße. Der Gesamtzusammenhang menschlichen Lebens wird in solchen Gruppensitzungen, die solche Regeln haben, zerrissen. Wahre Identitätsfindung wird in Wirklichkeit unmöglich. 8. Kritikpunkt, Gruppendynamik ist deshalb vor allem auch nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar,
weil sie biblische Gebote außer Kraft setzt, letztlich. Die neue Gruppenmoral lautet ja, wir haben es gehört, alles ist erlaubt. Und zwar innerhalb der Normen, die sich die Gruppe selber setzt. Nicht Gott, sondern die Gruppe wird hier zu ihrem eigenen Gesetzgeber. Das aber ist Auflehnung gegen Gottes Willen und nicht nur das, sondern auch gegen Gottes Liebe. Denn warum sollte der Gottes Liebe brauchen oder meinen, brauchen zu müssen, der sich ja selber in der Gruppe seine Vergebung zuspricht, rein innerweltlich, diese Verschiebung auf die innerweltliche Ebene finden wir in der Gruppendynamik, der damit Gott letztlich ausklammert, den wirklichen, jenseitigen Gott, der sich offenbart hat. Der meint, er könnte sich selber seine Gebote setzen und auch seine Vergebung selber zusprechen. Hier wird weder Gottes Liebe, noch werden Gottes Gebote ernst genommen, sondern beides wird verharmlost, verniedlicht und zu gruppendynamischen Gefühlserlebnissen verflacht. Man muss fragen, gibt es eine größere Missachtung von Gottes Heiligkeit und eine größere Perversion von Gottes Liebe als durch solche innerweltliche Reduzierung, solche Beschränkung auf die Gruppenerlebnisse? Wir kommen zum letzten Kritikpunkt, zur letzten Anfrage vielleicht auch. Es wird immer wieder gesagt, man könnte Gemeinden beleben durch Gruppendynamik. Leider auch weithin in der Kirche, in den Kirchen herrscht diese Meinung. Was soll man hierauf antworten? Man kann grundsätzlich sagen, dass wer so etwas behauptet, das mehr auf menschlich, psychologisch, gefühlsmäßige Mittel vertraut, als auf das Wirken des Geistes Gottes. Wahre, lebendige, christliche Gemeinschaft lässt sich nicht machen, nicht durch psychologische Tricks, nicht durch gruppendynamischen Druck, sondern allein durch das Wirken des Geistes Gottes, gegründet auf das Wort der Heiligen Schrift. Nicht durch Menschen, sondern durch Gott wird wahre geistliche Gemeinschaft geschenkt. Nun, es ist immer ein Problem, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaft herzustellen, das ist ganz klar. Es gibt Menschen, die stachelig sind wie ein Igel oder dickhäutig wie ein Elefant. Und es gibt andere Menschen, die sind zartfühlend wie ein Veilchen oder sogar wie eine Mimose. Wer in Italien war, kennt ja diese zartblättrigen Pflanzen. Tja, was geschieht, wenn solche unterschiedlichen Menschen zusammentreffen? Sie gehen sich aus dem Weg. Angst- und Hassgefühle sind an der Tagesordnung zwischen ihnen. Leider, ja. Wie aber kann zwischen unterschiedlichen Menschen Gemeinschaft entstehen? Gruppendynamische Methodiker gehen so vor, dass sie sagen, Gemeinschaft entsteht, indem wir die Identität des Einzelnen zerbrechen und dann, wenn der Einzelne zerbrochen ist, diese Menschen dann sich zusammenfinden. Also Gemeinschaft entsteht durch den Zerbruch des alten Menschen, des alten Ichs, und zwar durch menschlich-psychologische Mittel. Im Bild gesprochen, der Igel soll seine Stacheln verlieren, das Veilchen soll stärkere Blätter bekommen. Und zwar wird dieser Kontakt angestrebt mit dem Ziel des Zerbruchs durch die totale Enthüllung der Persönlichkeit. Die totale Enthüllung der Persönlichkeit. Aus christlicher Sicht muss man sagen, wo mit Angst und wo mit Zerbrechen der Persönlichkeit gearbeitet wird, da ist nicht die Liebe Christi, die die Furcht austreibt, nach dem ersten Johannesbrief zu lesen. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir können niemals Ja sagen zu Methoden, die mit Angst und Psychoterror arbeiten. Solche Gemeinschaft hat keine tief gegründeten Wurzeln. Sie vergewaltigt den anderen unter die eigene Macht- und Einflusssphäre. Wie schafft dagegen Jesus Gemeinschaft? Geistliche Gemeinschaft, nicht seelisch-gefühlsmäßige Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft entsteht, indem Jesus die Persönlichkeit des Einzelnen akzeptiert, wie der Einzelne als Original geschaffen ist. Der eine empfindsamer, der andere weniger empfindsam. Das Angriffsziel Jesu ist die Sünde,
aber nicht der Mensch als solcher, der Mensch als Typ. Igel bleibt Igel und Veilchen bleibt Veilchen, beide in ihrer Originalität, in ihrer geschöpflichen Eigenart. Wie aber kommt es nun zum Kontakt zwischen beiden? Zum Kontakt kommt es, indem Jesus dazwischen tritt, zwischen diese unterschiedlichen Menschen. Er trennt sie im Blick auf die unguten Dinge zwischen ihnen, auf die belastenden Dinge. Und vor allem, er verbindet sie, er schließt sie zusammen durch die Kraft seiner vergebenden Liebe. Weil Jesus uns vergeben hat, können wir auch einander vergeben. Und das Wort Vergebung, die Tatsache der Vergebung, das ist das Geheimnis, wie christliche Gemeinschaft entsteht, geistliche Gemeinschaft. Die Liebe Jesu, die im Herzen wohnt und die auf psychologischen Tricks, gruppendynamischen Druck nicht mehr angewiesen ist. Das soll nun nicht heißen, dass man grundsätzlich Psychologie ablehnen muss. Man kann einzelne Elemente übernehmen, aber nur, soweit sie sich in einen biblischen Menschenbild einfügen lassen. Aber psychologische Gesamtsysteme mit ihren oft atheistischen oder ideologisch weltanschaulichen Wurzeln als Ganze können wir nicht übernehmen. Und die Gruppendynamik ist von ihren Wurzeln her ideologisch und nicht christlich als solche erwiesen. Ich habe es vorhin durch einige wenige Zitate versucht zu belegen. Es entsteht, wo Jesus die Herzen unterschiedlicher Menschen zusammenschließt, keine Gemeinschaft um jeden Preis, keine Gemeinschaft auf Kosten der Wahrheit, sondern eine Gemeinschaft in Einheit und Wahrheit, verbunden durch die Liebe, die Erkenntnis und Weisheit Christi. Zuletzt nun nochmals die Fragen: Wo und wann liegt Gruppendynamik vor? Woran lässt sie sich erkennen? Welche Wirkungen sind zu vermeiden? Also, ich möchte einfach einige Stoppschilder aufrichten, wo wir hellhörig werden sollten, wo wir sehen sollten, hier ist Gruppendynamik, hier können wir nicht mitmachen. Es ist überall da, ein Stoppschild aufzurichten, wo Einheit auf Kosten der Wahrheit, der christlich-biblischen Wahrheit erzielt werden soll. Wo also Gruppeneinförmigkeit auf Kosten des Wortes Gottes bewirkt wird. Auf Kosten der Wahrheit des Wortes Gottes. Gruppendynamik liegt vor und ist abzulehnen, zweitens, wo die persönliche Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortung durch eine gefühlsmäßige Einbindung in die Gruppe beschränkt wird. Gruppendynamik liegt vor und ist abzulehnen, wo das Gewissen betäubt wird, wo es von seiner Bindung an Gottes Wort gelöst wird und wo Hemmschwellen, die die Würde der Person schützen sollen, gezielt abgebaut werden. Gruppendynamik liegt vor und ist abzulehnen, wo vernünftige Sachargumentation und sachlicher Protest methodisch unmöglich gemacht werden. Sie liegt vor und ist abzulehnen, wo rein technisch über Gruppenerfahrung und Gruppenzwang Veränderungen erzielt werden sollen, die in einer lebendigen christlichen Gemeinschaft als Frucht des Heiligen Geistes entstehen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut. Keuschheit wird allerdings in der Gruppendynamik ausgeklammert. Aber das andere wird versucht nachzuahmen, auf innerweltlich, psychologisch, zwischenmenschlichem Weg. Gruppendynamik liegt vor und ist abzulehnen, wo geistliche Verhaltensweisen vom Urteil anderer abhängig gemacht werden. Sie liegt vor und ist abzulehnen, wo Angst, Schmerz und Frustration zum Einsatz kommen und wo Schäden entstehen können. Und schließlich liegt sie vor und ist abzulehnen, wo die Bedeutung solcher Begriffe verwässert wird zu einem rein zwischenmenschlichen Geschehen, die Bedeutung solcher Begriffe wie Sünde, Kreuz, Vergebung, Beichte, Wahrheit Gottes und so weiter, wo das nur noch rein zwischenmenschlich gesehen wird und nicht mehr die jenseitige Dimension Gottes die Wahrheit begründet. Der biblische Weg im Gegensatz zur gruppendynamischen Sackgasse lautet Selbsthingabe statt Selbstverwirklichung. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Erlösung durch Gnade statt Entblößung vor der Gruppe. Und Gemeinschaft der Glaubenden statt Gruppe der Gesteuerten. Das ist der biblische Weg zur Befreiung.
Im Gegensatz zur gruppendynamischen Sackgasse, die im gesteigerten menschlichen Ich und damit in der gesteigerten Finsternis der Sünde endet. Jesus Christus hat uns in seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz hineingenommen und dadurch jeden, der an ihn glaubt, von Sünde, Tod und Teufel erlöst. Weil er sich am Kreuz für uns hingab, können auch wir uns für andere hingeben. Weil Jesus selber unsere Lasten am Kreuz trug, können auch wir als Christen die Lasten anderer tragen. Weil Jesus selber seine Gemeinde baut, dürfen wir Gemeinde bauen und Heilung und Heil in dieser Gemeinde anderen zusprechen. Nur aus der Vollmacht Jesu heraus erwächst uns Christen die Vollmacht, auch die Macht der dämonischen Mächte. Und hierum handelt es sich im Tiefsten in der Gruppendynamik, auch diese Macht zu brechen. Epheser 6, wir haben es nicht mit Fürsten und Gewaltigen dieser Welt zu tun, sondern mit Mächten der Finsternis. Nur aus der Einheit und Wahrheit in Jesus Christus heraus kann die Einheit der Christen in der Welt entstehen, die wahre Ökumene. Nicht auf Kosten der christlich-biblischen Wahrheit. Die Einheit des Antichristen ist synkretistisch, das heißt religionsvermischend. Alle Religionen werden zusammengebunden, alle Menschen haben nur noch eine Meinung, nicht die biblisch-christliche, im Gegenteil. Die Einheitsmeinung, die man durch die Gruppendynamik erreichen kann. Im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Hinduismus, der eine Religion ist von einer ungeheuren Integrationskraft, der alle Religionen in sich aufnehmen kann, in sich aufsaugen kann. Wer in Indien war, der wird dies wissen. Die Einheit Christi ist aber nicht synkretistisch, religionsvermischend, sondern christozentrisch, das heißt, Jesus Christus ist im Zentrum und nichts anderes. Wir müssen hier aufpassen, dass hier die Gruppendynamik, man muss es aussprechen dürfen, nicht zu einem Instrument wird zur Erreichung antichristlicher Ziele. Die Möglichkeiten sind dadurch gegeben, eine Welteinheitsgesellschaft herzustellen. Aber was für eine? Nur Kraft der Liebe Christi können Christen auch den lieben, der nicht liebenswert ist, nämlich auch den Außenseiter in der Gruppe. Jesu Liebe ist keine vereinnahmende, zwingende Liebe, sondern eine annehmende, trotz unsympathischer Erscheinung. Und nur durch das Sterben und Auferstehen mit Christus entsteht in Wahrheit der neue Mensch, nicht durch gruppendynamische Veränderung. Das Kreuz kann niemals umgangen werden. Und die Auferstehung kommt hinter dem Kreuz. Und deshalb wird nur, weil Jesus Christus lebt, auch der ewig leben, der nicht an sich und die anderen primär glaubt, sondern allein letztlich an Jesus Christus als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Wir müssen deshalb, und damit möchte ich schließen, ein klares Nein sagen zu allen Verführungsmächten, die uns heute entgegentreten, leider auch in der Gruppendynamik, aber ein klares Ja zur Gemeinschaft, die in der Liebe Jesu Christi wurzelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.